Servus! In diesem Video geht es um die Konnektivität zwischen deinem Fazua E-Bike und Garmin-Geräten. Du kannst dein E-Bike ja bereits schon mit deinem Garmin verbinden. Neu ist jetzt, dass es eine eigene Datenseite gibt, auf dem alle relevanten Informationen von deinem E-Bike angezeigt werden. Alle kompatiblen Garmin-Geräte findest du immer aktuell auf unserer Website. Wie du das Fazua Dashboard auf deinem Garmin aktivierst, erkläre ich dir jetzt. Damit das alles funktioniert, müssen dein DrivePack und dein Remote auf dem neuesten Stand sein. Wenn du dir nicht sicher bist, informiere dich auf unserer Website über die neueste Firmware und schau dir gegebenenfalls das How-to-Update-Video an. Um das Fazua Dashboard auf deinem Garmin zu aktivieren, musst du es zuerst aus dem Garmin Connect IQ Shop herunterladen. Nutze dazu dein Smartphone und die Garmin Connect App. Lade dir die Garmin Connect App kostenfrei auf dein Smartphone herunter. Hast du die App neu installiert und dein Gerät noch nicht mit Garmin Connect verbunden, stelle in der Garmin Connect App zuerst über Garmin Geräte, Gerät hinzufügen, die Verbindung zu deinem Gerät her, indem du dein Modell auswählst und einrichtest. Bereite parallel dazu dein Garmin für die Kopplung vor, um dein Smartphone zu verbinden. Gehe auf Status, wähle Telefon und verbinde dein Smartphone. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm deines Garmin-Geräts und deinem Smartphone. Ist dein Gerät mit Garmin Connect verbunden, gehe in den Connect IQ Shop und wähle das Fazua Dashboard aus. Lade es herunter und synchronisiere dein Gerät, um die Installation durchzuführen. Jetzt müssen wir noch das Fazua Dashboard auf dem Garmin aktivieren und mit deinem E-Bike verbinden. Gehe in das Menü, ganz nach unten auf Einstellung, Aktivitätsprofile, wähle das Profil aus, in dem du das Fazua Dashboard aktivieren möchtest. Wähle Trainingsseiten, füge eine neue Seite hinzu, wähle Datenseite und geh ganz nach unten auf Connect IQ. Bestätige das Fazua Dashboard, geh zurück, wieder ganz nach oben und bestätige mit Fertig. Du kannst die Datenseite jetzt noch an eine beliebige Position verschieben, bestätige diese Position. Wenn du jetzt eine Aktivität startest, siehst du das Fazua Dashboard, schalte das E-Bike an, es verbindet sich automatisch mit dem Garmin. Möchtest du neben dem Fazua Dashboard noch ein zweites Datenfeld angezeigt haben, musst du das Layout auf zwei Felder ändern. Geh wieder in das Menü, wähle die Trainingsseite mit dem Fazua Dashboard aus und ändere das Layout von 1 auf 2. Du kannst nun die Position des Datenfelds verändern und das freie Datenfeld verändern. Das war's. Wenn du jetzt die Aktivität startest, siehst du das zweizeilige Datenfeld. Fertig! Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Fazua Dashboard auf deinem Garmin-Gerät.